müssen mit Sicherheit dann. Ach, nee, aber bestimmt nicht. Das hängt davon ab, dass der Reifen dann da so da drauf liegt. Dann Hallo ihr Lieben. Hallo zusammen. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Und wir haben etwas ganz Neues. Das ist die neueste Technik einer Reifenwuchteinrichtung. Genau, das ist das absolut Neueste auf dem Markt. Das haben vermutlich, wenn ich mal ganz kurz gucken, ist irgendwo ein Reichsadler drauf? Nee. Also ich denke, damit haben alt. Die Panzerketten damals ausgewuchtet, vermutlich. Das hat uns ein Fan vorbeigebracht und sagte, das habe ich mir gekauft, wer zweimal kauft, kauft öfters. Das ist ein Wuchtgerät. Ein Gerät, eine Einrichtung? Also ein Wucht, eine keine Ahnung. Wir haben jetzt mal geguckt im Netz. Ich habe sowas noch nie gesehen. Wir finden überhaupt gar keine Anbau, also Bedienungsanleitung dafür. Vielleicht habt ihr irgendwie eine Möglichkeit. Guck mal, das ist von Datona. YouTube-Videos haben wir jetzt nicht gefunden. Keine Ahnung. Wir können nur vermuten. Und die Vermutung läuft so darauf hinaus, dass... Also man muss das Ding wohl hier auf diesen... Entschuldigung. Auf dieser Spitze hier genau draufsetzen. So eine Nadel, die da in der Mitte ist. Ja. Hier, du warst schon richtig. Dann muss tiefer. Dann muss tiefer. Du warst gerade. So. Nee. Du musst bis da unten rein. Ja, aber da bist du daneben. Ja, deswegen musst du ja in der Mitte. Ja, sieht schon gut aus. So. Fast. Ja, jetzt muss man das hier irgendwie ausrichten, das Ding. Das ist ja auch schon scheiße. Mal hier was reindrehen. Dass die Libelle da genau in der Mitte ist. Aber guck mal hier, das ist ja... Hast du gesehen, Bob? Jetzt war es plötzlich oben. Aber jetzt muss man hier was runter. Nee, da müsste eigentlich hoch, damit der so hoch kommt. Oder? Täusch ich mich? Mhm. Oh Junge, alleine das ist ja schon eine... Da ein bisschen raus. So, was denn? Was ein Fummel. Und so. Dann legen wir den Reifen. Es ist die Libelle in der Mitte. So, und jetzt mal Reifen drauflegen. Ja, der muss aber auch aufpassen. Und dann gucken, in welche Richtung das Ding schwankt. Oder? Ja, guck mal, kannst du jetzt weiter runterlegen? Dann ja, ja. Passt sich das an. Aber woher weiß ich denn, dass der schön zentriert liegt? Junge! Ja, das ist doch scheiße. Jetzt lege ich hier Gewichte drauf, bis das dann irgendwann passt, oder was? Jetzt liegt er 100% in der Mitte, ne? Hast du mal ein Bleigewicht? Wir tun mal so, als wenn der jetzt noch Unwucht hätte. Naja, dann geht er ein bisschen raus da, ne? Ja. Ja, aber laut der Anzeige... Ist er jetzt 100%? Ist er 100%. Also, so, hast du gesehen, dass die Libelle komplett in der Mitte steht? Wenn er aufhört zu schwanken, bleibt er genau in der Mitte stehen. Also hat das Ding auf jeden Fall keine Unwucht. Halt mal ruhig. Also muss von oben gucken. Basti, siehst du das? Ja. Oh, Basti sieht das, super. Schön, so. So, gut. Also, wer ist jetzt... Das ist doch scheiße, das kann doch nicht funktionieren, oder? Oder wir machen was falsch. Okay, dann lass uns mal gucken. So, wenn wir das jetzt nicht so ganz professionell machen. Du musst ein bisschen tiefer. Ja, mit dem Mann. Da. So, dann schauen wir mal, was hier unser Gerät dazu sagt. Ist ja auch geil, hier braucht man gar nichts mehr einzustellen. Und der geht jetzt da, sucht sich jetzt mit dem Laser die ganzen Daten. Total Unwucht. 45 Gramm. 5 zu 45 Gramm. Also, so, der hätte jetzt hier außen 5 Gramm
Und hier auf der rechten Seite außen 45 Gramm, ja. Also innen 5 Gramm. Und da fährt der Automat hin, da muss man hier 5 Gramm draufschlagen. Und da also ich vermute mal, das Ding ist vielleicht für Traktorreifen oder sowas. Vielleicht habt ihr eine Möglichkeit, uns zu sagen, wie das Ding funktionieren soll. Er hat dafür 100 Euro gezahlt und hat gesagt, das funktioniert nicht, das ist voll scheiße. Vielleicht könnt ihr mal gucken, ob ihr was mitmachen könnt. Also, ja, vielleicht ist das Gerät hier doch ein bisschen problematisch. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn man das jetzt hier so hängen lassen? Bitte? Würdest du das hier so hängen lassen? Nee, ne? Ja, räum das doch weg. Das ist auch geil, ne? Kann man schön die Reifen da so drauf tun. Das ist das für ältere Herrschaften und sowas, dass damit dann auch Brücken. Du brauchst ja nichts mehr machen, ne? Herrlich. Sehr schön. Und vielleicht könnt ihr euch an den Peugeot erinnern, einer von unseren letzten Videos, da wo es dann so tierisch das Wasser raus gesprudelt kam. Das haben wir so auch noch nie gesehen. Das ist hier das Thermostatgehäuse und schaut euch das mal an, was das Thermostatgehäuse gemacht hat. Total zerbröselt. Das hat die Grätsche gemacht. Habe ich auch noch nicht so gesehen, dass es auch so kaputt ist, dass das Gehäuse, das ist echt absoluter Hammer. Ja. Ja, aber sieht gut aus, ne? Ja. Ja. Das können wir einen Springbrunnen im Auto haben will. Ja. Ja, auf jeden Fall ist das hin. So, dann haben wir hier Robin! Komm doch mal bitte her! Was? Wie eine Minute? Er eilt. Er eilt. Eile mit Weile. Komm, das ist ja hier dein Auto. Das wolltest du uns doch mal zeigen. Was hat der Wagen für ein Problem? Oh je. Warum hat er das Problem? Warte mal. Warte. Warum ist denn der andere? Ist da schon länger dran, Robin? Geht. Geht. Da. 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 Ja, Problem bei diesem Fahrzeug. Hallo zusammen erstmal. Problem bei diesem Fahrzeug ist, der Kunde hat das Auto gekauft von einem Bekannten, auch schon wissentlich mit diesem Problem, in der Annahme, dass man das ja wohl irgendwie lösen kann. Problem bei dem Auto ist jetzt seit längerem, ich glaube, die Rechnungen gehen zurück bis 2017, 2018. Und Problem ist halt ein unrunder Motorlauf. Aussetzer auf mehreren Zylindern, gemischt zu mager, gemischt zu fett, Motor ruckelt, läuft nicht richtig, zieht nicht richtig durch. Die haben bei dem Fahrzeug bis jetzt gemacht, 2018 meine ich, einmal alle Injektoren, original von BMW die Injektoren auch gekauft. Aufgrund halt dieser Aussetzer 2019 nochmal alle Injektoren. Dann ist der Kabelstrang neu gekommen, laut Rechnungen. Motorkabelstrang, genau. Das Motorsteuergerät glaube ich auch. Ich habe mal so grob überschlagen, wir sind irgendwo an Reparaturkosten, was der Kunde bis jetzt reingesteckt hat, irgendwo so zwischen 6.000 bis 7.000 Euro. So die Richtung. Und der Fehler ist halt immer noch da. Das ist ein 47i, ne? Oder 745, wie nennt er sich? Bei 4,3 Liter, bei 4,4 Liter. 745 sein, ja. Genau, ja. Benziner, 300 kW. Das ist halt der 8-Zylinder mit Biturbo-Aufladung. Und der Kunde rief halt auch vorher an und hatte schon mal ein paar Unterlagen reingebracht und gesagt, guckt euch das mal an, geht ihr da dran, macht ihr das? Und da haben wir halt gesagt, ja, angucken können wir uns das auf jeden Fall, eine Diagnose machen. Je nachdem, wie tief das in den Motor reingeht, müssen wir halt schauen. Ja, aber wie gesagt, das können wir euch jetzt gerne mal zeigen. So, das Erste, was halt auch aufgefallen ist, ist, also er läuft wirklich unrund. Mindestens ein Zylinder, würde ich sagen, läuft nicht richtig mit. Mhm. Und das ist halt auch so das Erste, was uns aufgefallen ist, ne, dass das hier so, ja, so da hängt. Nicht richtig, ne? Befestigt. Genau. Gut, das ist jetzt auf jeden Fall nicht der Fehler. Mhm. Also ein Turbo, zweiter Turbo. Genau, ne? Richtig. Erste Bank, zweite Bank, Zylinder 1 bis 4, 5 bis 8, so ist es aufgebaut bei den Autos. Und dann halt eine Biturbo-Aufladung, jeweils ein Turbo für eine Bank halt in dem V-Raum drin. Ist eine Wahnsinnskonstruktion, eine Wahnsinnshitzeentwicklung da oben drin und ja, machen tierisch Spaß, die Motoren, wenn sie laufen. Dampf ohne Ende. Wenn sie laufen. Aber ja, wie gesagt, das, was jetzt auch dran ist oder was wir vermuten, habe ich tatsächlich schon einmal gehabt bei genau diesem gleichen Motor. Mhm. Und bei einem ähnlichen Motor, praktisch bei einem Vierzylinder, habe ich das auch schon einmal gehabt. Ja, lassen wir laufen. Ah, meine Scheißbrille verschmiert. Mach das. Hm? Nee, der sperrt direkt. Sicherheitsfunktion. Ja.
Ja. Ja, der läuft unrund. Also man sieht es auch hier vorne. Ich sag mal, normalerweise kann man hier ja dieses bekannte 2-Euro-Stück drauflegen, gerade je mehr Zylinder der Motor hat. Aber jetzt musst du eine Rolle drauflegen, damit sie nicht umfällt. Genau, richtig. Also man sieht hier schön, ich weiß nicht, ob du das drauf kriegst, dass der halt richtig unrund läuft. Ja? Und er wackelt richtig, also mindestens einer läuft nicht mit. Er hat jetzt aktuell im Fehlerspeicher drin Zylinder 4, sowie halt ein Luftmassenmesserproblem, aber nicht ein Kurzschluss oder sonstiges, sondern halt ein Luftmassensystemfehler, sowie halt gemischt zu mager, gemischt zu fett. So, das Erste, wo die auch relativ anfällig sind, generell diese Motoren, ist halt die Kurbelgehäuse-B-Lüftung oder auch die Kurbelgehäuse-Endlüftung. Mhm. Die muss ja einen vordefinierten Druck drin haben. Und wenn wir jetzt mal den Öldeckel hier aufmachen und mal gucken, wie fest wir schon gerade ziehen müssen. Oh ja. Das wir nur aufkriegen, das ist viel zu viel. Ja? Wow, warte mal. Also, der Unterdruck ist viel zu stark, den er sich da selber ins Kurbelgehäuse reinzieht. Ja. Holger zeigt das jetzt mal anhand von der Tür. Ne? Ja, macht jetzt das Übliche. Das einmal sichtbar. Das ist unser Lieblingstest, weil der knallt immer so schön. Ja, man sieht das auch schön, ne? Schon ordentlich. Schon da. Kannst du das mal aufklappen? Ja, ja. Das sieht das nicht an, wie er da rein soll. Guck mal, die ganze Tüte da rein. Gib die Tüte wieder her. Also das ist mal definitiv, da brauchen wir auch keine Druckmessung machen, das ist viel zu viel. So, und da ist die Kurbelgehäuselüftung. Ja, da wird die Membran sehr wahrscheinlich hängen. Wo ist die Kurbelgehäuselüftung bei denen? Intern im Ventildeckel, wenn mich nicht alles täuscht. Im Ventildeckel? Im Ventildeckel. Und das bei dem Motor? Ja. In dem Ventildeckel, ja? Ja. In beiden. Der hat für jede Bank hat er einen oben drin sitzen. Da sitzt die Ölabscheideeinheit drin, aber das ist leider noch nicht alles. Wie gesagt, das ist bekannt bei denen, auch bei dem Vorgängermotor haben wir da sehr, sehr häufig schon Probleme mit gehabt. Ja. Der Vorgängermotor hat sie, jetzt hat er halt fast schon abgeschaltet, jetzt geht er aus diesem Magerbetrieb raus und dann fängt er auch einmal an, richtig zu ruckeln. Mhm. Ich habe versucht, mal eine kleine Runde zu fahren und habe es eigentlich direkt abgebrochen, weil das Auto geht wirklich vorwärts, rückwärts, also keine richtige Leistungsannahme und richtige Aussetzer. In dem Bereich hier hört man ein sehr schönes Geräusch, gerade wenn man den Luftfilter ausbaut, das können wir jetzt eigentlich mal machen. Und ich mache mal gerade aus. Schulwerkzeug. Ja, den kannst du so abziehen, hast du noch? Ja, der ist hier eigentlich nur gesteckt, kannst du so rausziehen. So. Ja, richtig, genau. Das ist eine Konstruktion. Ja, solche Motoren sind schön und geil, wenn sie funktionieren. Ja. Soll ich mal nochmal starten? Genau. So, ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja hier hinten am vierten Zylinder auch den Verbrennungsaussetzer eingetragen. Wir haben jetzt den Luftmassenmesser nicht drauf. Ja, ist nicht so egal. Und wenn man nicht halt das Mikro mal dahin, vielleicht hört man das. Es ist so ein knallendes, schlagendes Geräusch. Ja. Man könnte es auch als Furzen bezeichnen, so sage ich immer dazu. Ja. Und das hört sich. Ist gut, Holger. Und das hört sich halt sehr, sehr stark nach einer Undichtigkeit an. Und zwar eine Undichtigkeit entweder abgasseitig oder halt kompressionsdruckseitig. Und da haben wir halt was gesehen, wenn man sich den Injektor auf dem vierten Zylinder anschaut. Ja. Guck mal mit der Kamera ran, ob du das drauf bekommst. Da sieht man halt an dem Injektor schon Abgasspuren. Meinst du, dass der nicht dicht sitzt und da raus? Ich habe die Vermutung, dass der Injektorenschacht sich aufgeweitet hat. Aha. Und dann die Dichtfläche an dem Teflonring unten natürlich vorbei. Nicht mehr gegeben ist. Ja. Und dann zischt das am Teflonring und an dem Schacht halt vorbei. Dann knallt der Kompressionsdruck da raus. Das sieht man schwer, Robin, wo. Da unten, ja. Da unten, ja. Man kann das auch lindern, indem man ein bisschen Wasser oder vorsichtig ein bisschen Bremsenreiniger reinsprüht. Dann ist das Geräusch für einen kurzen Moment weg. Okay, weil er dann dichtet in dem Moment. Ne? Ja. Also, sieht auf jeden Fall unten an dem Injektor, wo die Klammer drüber geht, sieht man so einen schwarzen Strich, so schwarz-braunen Strich hoch. Ja, du bist mit der Lampe gerade daneben, oder? Warte mal, ich zeig's mal. Da unten am Rand. Da. Ja. Da siehst du das. Da unten am Rand, da sieht man das. Das ist da so. Wir können noch mal, also das Furzen, hört man das auch normal im Stand? Mm, ja, wenn du dich drauf konzentrierst. Okay. Aber du hörst halt lauter, wenn der Druck halt höher wird. Okay, da geht's was draufspringen, haben wir keinen Bock drauf. Also jetzt wäre auf jeden Fall der nächste Schritt,
Kompression einmal prüfen, Druckverlusttest oder halt wie gesagt den Injektor einmal rausholen und schauen, wie das Spiel halt von diesem Injektor in dem Dichtschacht ist und das mit dem dritten Zylinder vergleichen. Ja. Das ist jetzt der Plan, der als nächstes ansteht. Mit dem Kunden habe ich das soweit schon abgesprochen, der hat die Freigabe erteilt, er sagt, guckt da richtig nach. Und wenn sich das wirklich bewahrheitet, wovon ich im Moment ausgehe, dann wird das heißen, ein neuen Zylinderkopf oder eigentlich beide neuen Zylinderköpfe. Ne? Adnan. Ja. Nee. Muss der Motor raus. Das ist das. Nein, da muss der nächste raus. Problem. Ja. Dann sind wir kein Spezialist für, da gibt es andere Spezialisten für. Ja, da müssen wir ganz klar die Geräte das, machen. Das Problem ist ja jetzt auch was man oder was ich dem Kunden noch mit auf den Weg gegeben habe, wenn wir das jetzt aufmachen, weil das Auto ist ja bei dem Kunden im Besitz auch noch nie richtig gelaufen. Das heißt, wir wissen ja auch gar nicht, in was für einem Zustand ist der Rumpfmotor unten drunter. Mhm. Also Zylinderwände, Kolben, Kolbenringe. Von daher würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man jetzt so eine Reparatur angeht, entweder eine Austauschmaschine halt, wenn man die irgendwie kostengünstig bekommt, wo ich auch echt passen muss bei dem Motor. Was oh, neu. 13, 14. Aber wenn er hat dafür kriegst, neu. Er hat den noch gerade erst gekauft, ne? Ja, von einem Bekannten wohl, so wie er sagte. Ah. Na, auch wissentlich mit dem Fehler, weil er sagte, ja, ich will schon kriegen, so einen Motor, schon mit dem wieder Fehler, laufen. Ne? Wenn ja. ich ein Auto schon mit so einem Fehler kaufe. Bei BMW muss man eben immer gucken, was es für Geräusche sind. Ja, vielen Dank, weil wir haben da jetzt noch ein BMW. Da hören wir uns auch mal ein Geräusch an und das sieht auch nicht aber so das ja, gut. Das ist ja wieder aus Freude am Zahlen, ne? Ja, BMW. Und ich würde sagen, ich schraube mal auseinander ne, und ja, dann gucken wir mal. Ja, okay. Ach so, dann mach ich es eben auf. Dann gucken wir gleich, wir gucken uns den BMW und die anderen an. Genau, okay. Alles klar. Gut. Sag mal, wetten, der schafft mich beim ersten Mal da drauf. Hat ja immer ein Problem, weil das Video so komisch schräg steht. Oh, ganz knapp vorne rechts. Ah, bisschen, gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Ich tue mich damit immer schwer. Mach mal aus. Ich tue mich damit immer viel schwerer. Wobei? Mit auf die Bühne hier setzen. Bleib drin sitzen. Der hat irgendwie wenn man die Drehzahl ein bisschen höher macht, hat der wohl irgendwie Motorgeräusch. Ich heb dich rauf. Ach, das ist gut. Ja, ja. Mhm. Hoffentlich komme ich da nicht im Schwitzen. Wenn du das mit dem Pedal da unten sein lässt, ne, dann kann ich auch rückwärts schieben. Ich müsste die Handbremse lösen. Oder so. Okay. Jetzt. Ist noch wach? Was? Ist noch wach? Und sonst? Bin ich auch sicher hier auf der Bühne? Nein. Ist sie abgenommen von der BG? Nein. Auch nicht? Nein. Oh, ich merke schon, wir lassen die nie abnehmen. So Bühne, zur Information, müssen die jedes Jahr abgenommen werden. Das heißt, jedes Jahr kriegen die eine Inspektion, jedes Jahr bekommen die eine Plakette. Das ist das nächste Mal dran, 7.23. Um auch mal so klar zu haben, was so die Bühnen, was das alles kostet. So der Bremseprüfstand muss kalibriert werden. Der Bremseprüfstand muss jedes Jahr abgenommen werden. Jede einzelne Bühne wird abgenommen. Die Absauganlage muss abgenommen werden. Der Kompressor muss alle drei Jahre abgenommen werden. Und alle fünf Jahre bekommt er eine Sichtprüfung, einen TÜV. Ja, TÜV abgenommen werden, ja genau. Eine Sichtprüfung, da muss ja komplett zerlegt werden. Das Tor hier muss abgenommen werden. Und guck mal, der nächste Prüftermin ist 2.19. Die haben das aber jetzt gerade geprüft. Ist gerade geprüft worden, das Tor. Da haben die vergessen, Aufkleber drauf zu machen. Und warte mal, Männchen. Für jedes einzelne Teil hier gibt es ein Prüfbuch. Für jede einzelne Bohrmaschine mit Kabel dran, das muss geprüft werden. Das ist unglaublich, das ist echt unfassbar. Ja, lass mal bitte laufen. Holger. Ja? Alle fünf Jahre bekommt der Kompressor eine Wasserdruckprüfung. Eine Wasserdruckprüfung, ja. Hab ich ja gesagt, also Sichtprüfung und Wasserdruckprüfung muss aufgemacht werden. Ich glaube, eine Wasserdruckprüfung... Die machen den voll Wasser und geben Druck drauf. Weil mein Kompressor tut keiner Wasser rein. Der ist schon voll Wasser. Lass mal laufen bitte. Ja, sehr gerne. Machen wir Drehzahl rauf, so auf 1500 bis 2000. Boah.
Ja, da. Mach mal aus. Oh, oh. Der hört sich aber ungesund an. Oh, oh. Das haben wir fast vermutet. Da müssen wir mal die Verkleidung unten runter, die Motorverkleidung unten runter abbauen. Aber das haben wir jetzt schon öfters gehabt. Speziell bei BMW, dass die Lagerschaden haben. Hinten vom letzten Zylinder. Ich weiß nicht, was die für Autos bauen, aber auch was die für Motoren bauen. Aber das ist... Wie viel hat der Wagen gelaufen, Jürgen? Moment. Ich hab ihn gerade geweckt, jetzt muss er erst mal 89.618. 89.000 Kilometer. Das ist ja jetzt noch nicht viel. 89.000. Das ist ja noch beschissener als bei VW. Ja, ich weiß ja noch nicht, ob es ein Lagerschaden ist, aber... Das scheint so, so wie es bis jetzt anhört, scheint es sowas zu sein. Boah, ey. Wie viel Schrauben machen wir denn hier rein? 89.000. Jürgen! Bitte! Bist du wach? Du hast mich gerade wieder geweckt. Ja, schon wieder. Das ist so anstrengend hier. So, mein anstrengender Freund. Ja, gut, dann lass doch mal laufen. Das Geräusch, wie das hier aus der Ecke rausgekommen ist. Mach mal einen Ritter hoch. Was ist das Ergebnis, Herr Doktor? Kaputt. Aha. Eindeutig Lagerschaden. Eindeutig, oh, danke schön. Eindeutig ein Lagerschaden. Ja, Jürgen. Ja. Lagerschaden, ne? Ja. Boah. Junge, die bauen Autos. Okay, gut. Jetzt, um das genau zu gucken, muss Ölwanne runter. Pleuellager aufmachen, also sind die unteren Lager von den Pleuellen, da wo der Kolben rauf und runter geht, unten das Lager, da hat der wohl Spiel drin. Das ist ein Problem von Mangelspürung bei den Autos, zu heiß werden die, das Öl kann das nicht ab. Ja, haben wir heute schönen BMW-Tag, ja? Robin baut da drüben noch den einen Wagen auseinander, das gucken wir uns jetzt glaube ich auch noch mal an, aber das ist schon bitter. Muss ich jetzt hier wieder raus? Was? Muss ich hier wieder raus? Ja, ich habe gedacht, ach du, das ist ein Cabrio, ne? Dann kannst du den Liegesitz nicht rückdrehen. Ne? Gut, dann schauen wir mal, was Robin hier macht. Willst du den stehen lassen hier? Ja, ja. Ja, also es muss sitzen bleiben. Ja, und? Bis zum Morgen. Aber nicht mehr lange. Ja, gut. Und, bist du weit? Ja, ich habe eigentlich soweit alles so, los. Der Injektor kommt jetzt raus. Rausgeholt. Ich wollte jetzt mal einmal gucken. Ach, guck mal. Viel zu locker. Die müssen eigentlich relativ stramm drin sitzen. Der dritte aber auch, ne? Die habe ich noch drin. Jetzt erstmal. Das ist
viel zu locker. Ist bestimmt der Teflonring gar nicht drauf oder komplett verbrannt. Boah. Oh. Ja. Guck mal, der ist weg. So, der Teflonring sitzt normalerweise hier unten drauf. Und da sieht man auch, wie die Abgase hier vorbeigeschossen sind. Vorbeigewandert sind. Ja. Fletsch, 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 fletsch. Wie sieht das denn mit dem Button aus? Die gehen auch viel zu leicht schon raus. Da ist der Ring noch drauf. Da ist der Ring noch da. Dreh mal ein Stückchen weiter. Ist der wieder nicht? Ja, der geht noch. Oh, guck mal hier, du siehst hier so eine Art Druckstelle, ne? Ja. Als ob der hier schon gearbeitet hat. Ist er da schon gearbeitet? Da ist er da. Das darf eigentlich nicht sein. Ja. Ja, aber wenn die jetzt schon das dritte Mal, das zweite Mal der neue... Ja gut, wer weiß, wie oft die auch draußen gewesen sind, wie oft sie die quer getauscht haben. Also streng genommen, sobald der einmal ausgebaut ist, muss der Teflonring ersetzt werden. Ja, ist die Frage... Die Frage ist, wie sieht der Schacht aus? Ist der Schacht am Arsch oder ist er nicht am Arsch? Kamera gleich mal rein und dann bräuchten wir als Vergleich eigentlich einen Injektor, der mal in Ordnung ist. Und nun mal, wie gesagt, da... Ich habe hinten im Lager noch Injektoren. Aber obwohl, die liegen schon so lange. Ich geh mal einen holen. So, guck mal, schau, was ich hier noch hab. Das sind noch welche. Da ist auch noch unten diese Schutzkappe drauf. Ja, diese Schutzkappe machen wir drauf, damit dieser Teflonring nicht kaputt geht. Hier ist keine Schutzkappe. So, Papp. Ja, hier, dann nehmen wir den hier. Hier ist der Teflonring auf jeden Fall noch vollkommen in Ordnung. Jetzt tun wir den mal da rein und fühlen uns mal an, ob und wie viel Spiel da ist. Das geht. Nicht? Nein, geht. Geht, Robin. Ist drin? Ja. Oh, ja, vielleicht. Guck mal. Na gut, hat ein bisschen Spiel, aber da wird er festgeschraubt werden muss, aber fühl mal selbst. Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, der Ring wäre neu, ne? Was sagst du? Ja, ist gut. Ist wesentlich besser. Ja, okay, da ist natürlich ja, jetzt der Ring drauf. Ring ist halt, ne, das ist. Aber geht schon auch strammer raus, ne? Ja. Aber dieses Kippspiel haben die echt normalerweise nicht so extrem. Das ist viel, viel geringer normalerweise. Ja. So, jetzt gucken wir uns mal den Schacht an, wo der Injektor ist. Wo ist denn der ohne Teflon? Ach, guck, jetzt gehen wir rein. Hier ist er. So, also im Prinzip ist hier dieser Sitz, diese Stelle, ist jetzt genau da unten. Ja, hier, da ist alles total versifft. Das ist hier der obere Teil. Ne? Der sitzt im Prinzip so drin. Ich gehe mal ein bisschen weiter rüber. Ja. Ah, guck mal, da siehst du eine Spur. Guck mal. Da ist weg. Guck mal, das ist eine richtige Kante da unten. Ne? Richtig, ja, da. Richtig eingearbeitet da. Gehen wir ein bisschen tiefer rein. Ja. Da am da, Sitz. Da, ja. Hier, da. Da ist er da weg. Da auch, ja. So, das ist im Prinzip dieser Punkt hier, diese Stelle, ist hier vorne, ja. Da sitzt der im Prinzip, dieses Teil sitzt da drin und da sitzt dieser, das ist... Guck mal auf den Injektor von da drauf. Halt immer so. Ja, ja. Da ist die Stelle, wo das Schwarz dran vorbei geblasen ist. Das müsste das hier sein, ne? Ja. Ja, der Gegenpart dazu, ja. Die Kante, die man da sieht. Ja, da siehst du die Kante, ja. Ja, da ist die Kante, da, genau da. Das ist die Kante. Ja. Die Kante sitzt. Da weiß ich nicht, ob du da den Kopf bearbeiten kannst. Nein. Geh mal in den dritten Zylinder rein. So richtig so weggekippt. Ne? Ja. Gehen wir jetzt mal in den dritten Zylinder rein, weil hier sieht man ja auch, dass er da gearbeitet hat und da geschliffen hat an der Stelle. Guck mal, der sieht auch beschissen aus. Ja. Wie war es tiefer? Nur der Schaft da unten. Anfänglich, ne, auch. Ja. Geh nochmal tiefer rein. Tiefer rein. Unten, ganz tief unten drin sieht man jetzt den Kolben. Also, dieses Stückchen sitzt hier komplett in dem Zylinder drin. Ja. Ja. Ja, also. Urbi et Orbi. Tja. Das war's für den Kopf, ne? Mhm.
Kopf kaputt, Ventildecke kaputt. Du hast ja hier Scheiße. Auch das Problem, wenn du jetzt sagst dem Kunden, ich mache das sauber, mache mir einen neuen Injektor und versuche das, du hast die Garantiearbeit damit. Ja, aber das wird nicht lange halten. Ja. Also das ist ja Quatsch, das ist ja jetzt so, als wenn du einem der Knie kaputt hast, Strips drauf machst, weißt ja. du, einen Socken, einen anderen Socken anziehst. Das ist auch 3 Tage. Ja. Da sieht man das auch nochmal, ne? Das ist so komplett gearbeitet, weil die Führung unten steht gerade. Da auch. Ja. Ich sag mal, wenn die Injektoren neu kommen und sind ja Originale gewesen laut der Rechnung, sind die immer vorgefertigt mit den Teflonringen und abgestimmt. Das heißt, der ist ja schon komplett verbrannt. Genau, genau. Die Hülse ist drauf normalerweise, ja, wenn die aus dem Werk kommen, dass der sich halt nicht ausdehnt, der Teflonring. Und durch das Spiel, was der da vorne drin hat, mit Sicherheit der Teflonring sich weggebrannt. Ja. Weggebrannt, also rausgepustet. Die Abgase dran durch, ja. wird nochmal beschleunigt und dann brennt das Ding durch. Okay, heute ist der BEW Friedhof-Tag. Also kaputt. Ihr Lieben, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns aufs nächste Video. Daumen hoch, und abonnieren. Schön, dass es euch gibt und schön, dass ihr so viel Spaß habt mit uns und mit euch. Macht's bis dann, ihr Lieben. Tschüss.